Kurznachrichten. Von Abend ist und am Telefon begrüße ich Alexander. Hallo nach Rostov am Don. Privet. Hallo, privet. Wir haben uns was gedacht für heute. Wir wollen keine Verschwörungstheoretiker sein. Drum reden wir zunächst übers Wetter. Ja, und da gibt es Schnee. Auch in Rostov. Alexander, erzähl. Ja, genau. Gestern hatten wir Schnee und es war ziemlich kalt diese Nächte. Aber jetzt gibt es wieder nur Dreck und alles ist sehr, sehr schmutzig. Kein Schnee mehr. Und was sagen Sie für die nächsten Tage an? Na, wahrscheinlich wird es wärmer. Ah. Ziemlich früh für Rostov Schnee zu haben. Wir haben jetzt Schnee im Dezember und im Januar, aber eigentlich nicht viele letzte Jahre. Das ist ganz interessant, ist ja hier auch weniger geworden. Ich wohne ja in den Bergen und zumindest der Kickelhahn, auf den ich vom Studiofenster schaue, der ist auch ein wenig überzuckert. Hier sagen Sie aber für die nächsten Tage auf jeden Fall Schnee an. Es soll auch kälter werden und auch kalt bleiben. Ich werde dir auf jeden Fall ein Foto schicken nach Rostov. Ja, danke. Wahrscheinlich bei dir wird es viel besser aussehen als hier. Wir werden gleich zu unserem heutigen Thema kommen. Zuvor habe ich aber Musik, einen aktuellen Titel aus den Playlisten der russischen Radiostationen, der mir so gut gefallen hat, dass ich ihn als Musikredakteur sofort in die Playlist von Radio Marabuch reingenommen habe. Die Künstlerin heißt Sievert, das ist eine junge Frau. Kennst du die, Sievert? Ja, natürlich. Ich habe etwas über sie gehört, aber sie ist ziemlich jung und ich bin ein bisschen zu alt, um viele ihre Musik zu hören. Also, sie ist bekannt wahrscheinlich, aber ich persönlich habe nicht so viel von ihr gehört. Dann empfehle ich auch dir mal nach Rostov die aktuelle Single. Die klingt übrigens sehr nach 90er Jahre, so ein bisschen wie Crystal Waters, so ein bisschen wie Dance-Musik der 90er Jahre. Ich finde sie klasse. Übersetzt heißt sie Nimm es und renn. Wir rennen aber nicht weg. Wir sind gleich für euch da. Ja, danke, gerne. Столько лет не было в жизни Золото дураков мы так искали А смысл? У меня есть небо, у тебя самолеты Я б с тобой взлетела, но кто ты? Может, я кажусь смелой Бесстрашные лишь мои мысли Все, что хочешь от жизни Бери и беги, бери и беги, беги, береги все, что хочешь от жизни. Бери и беги, береги. Все, что хочешь от жизни. Бери и беги, бери и беги, беги, береги все, что хочешь от жизни. Бери и беги, береги. Sievert. Ja, das Wolgadeutsche Gebiet und Alexander hat sich damit beschäftigt, vor allem zunächst mit den beiden wichtigen Städten auf diesem Gebiet. Und da kann ich natürlich nur lächeln als jemand, der 3 Semester Marxismus studiert hat. Marx und Engels heißen die beiden wichtigen Städte dort im Gebiet. Stell sie uns vor, Alexander. Wir haben bereits einmal über Wolgadeutsche Republik gesprochen und heute machen wir damit weiter. Es gab 2 Millionen Deutsche in Russland und die Kommunisten, die Russland sehr gerne schnitten, schufen in 1919 für die Deutschen diese Republik innerhalb Russland. Die erste Hauptstadt war die Stadt Marx. Und vor den Kommunisten hieß diese Stadt Jekaterinenstadt zu Ehren von Katharina die Große, die eigentlich lud viele Deutsche ein. Jekaterinenstadt oder Marx wurde von Deutschen gegründet und wahrscheinlich war dort die gesamte Bevölkerung Deutsch. Und diese Orte waren Jekaterina Zeit so wild, dass schon damals die Stadt von Nomaden überfallen wurde angeblich und die Menschen raubten und diese Nomaden die Menschen raubten und Lösegeld forderten. Aber Jekaterina gab das Geld und es war wahrscheinlich nicht so schlecht erträglich. Und die Menschen dort betrieben hauptsächlich Landwirtschaft, bauten sogar irgendwie Tabak an. Das war für mich überraschend, weil dort es ziemlich kalt ist. Jedenfalls war es die größte deutsche Kolonie an der Wolga.
Und deshalb machten Kommunisten diese Stadt zur Hauptstadt der Wolgadeutschen Republik zuerst. Aber es war eigentlich eine kleine Stadt. Und später, im Jahr 1922, wurde die Hauptstadt nach Pokrowsk verlegt. Ja, später werden sie diese Stadt Engels nennen. Das war eher eine russische Stadt. Dort wohnten viel mehr Russen als in Marx. Und diese Stadt war viel größer. Aber im Allgemeinen waren so etwa 65% der Bevölkerung in dieser Republik Deutsche. Und die Deutschen hatten in Engels zwei deutsche Universitäten, ein deutsches Theater, die Kommunisten, also unterstützten das ziemlich gut. Sie unterstützen immer lokalen Sprachen und Kulturen. Heute ist Marx sehr klein, eine tiefe Provinz, und Engels ist im Wesentlichen eine Satellitenstadt einer anderen großen Stadt, Saratow. Und Engels ist heute vor allem dafür bekannt, dass dort diese Obusse hergestellt wurden. Ich glaube, es war das einzige Werk in Russland, das diese Obusse produzierte. Ich weiß, dass in Deutschland gibt es wahrscheinlich Obusse nicht mehr, aber in Russland sind sie ziemlich beliebt immer noch. Und auch landete nicht weit von Engels entfernt Gagarin nach seinem ersten Flug ins All. Also ja, das ist ein ziemlich interessantes Gebiet, so würde ich sagen. Dann ergänze ich mal, es gibt Persönlichkeiten, die bekannt sind, auch bei uns in Deutschland. Aus Marx stammt Hugo Wormsbecher, das ist ein Schriftsteller, der sich auch sehr für Russlands deutsche Literatur eingesetzt hat. Und der Kabarettist Küff Kaufmann, der macht viel in Leipzig mit Bernd Lux Lange. Und in Engels, da gibt es auch zumindest einen DJ, einen jungen DJ, da werden wir dann vielleicht noch was spielen, aber wir wollen noch ein bisschen was zur Geschichte der Wolgadeutschen Republik sagen. Es gab ja da Bemühungen in der Sowjetunion, diese wieder zu beleben. Da gab es regelmäßig Treffen, so bis 1988 ging das Ganze. Aber noch ein bisschen zur Geschichte und vor allem zum Ende dieser Wolgadeutschen Region. Im Allgemeinen ist die Geschichte der Wolgadeutschen Republik sehr traurig. Zum Beispiel in den 20er Jahren gab es in der Wolga-Region eine Hungersnot, die alle Menschen dort betraf, auch die Deutschen. Teil der Todesopfer dieser Hungersnot liegt bei über 1 Million. So wie ich es gelesen habe, etwa 50.000 der Toten waren Wolga-Deutsche damals. Als die Zweite Weltkrieg kam, wurde diese Republik 1941 aufgelöst und alle Deutschen wurden weit in den Osten deportiert, nach Kasachstan und Altai. Ungefähr dorthin, wo es heute nur noch diese zwei kleinen nationalen Bezirke gibt, von denen wir gesprochen haben. Vor einer Woche. Die Deutschen durften damals eine Tonne Privatsachen mitnehmen. Das ist bestimmt sehr wenig, wenn du ein Haus und viele Sachen hast. Die Deutschen waren bis in die 60er Jahre hinein entrechtet. Ich meine, sie dürften nicht überall wohnen, sie dürften nicht umziehen. Aber dann wollte die deutsche Bevölkerung an diese Orte zurückkehren und diese Republik wieder aufbauen. Aber die Kommunisten verweigerten dies mit der Begründung, dass es keinen historischen Grund dafür gäbe. Das ist bestimmt lächerlich. Das Grund lag daran, dass diese Orte bereits von anderen Menschen bewohnt wurden und niemand wollte von dort wegziehen. Die Kommunisten gaben den Deutschen ein Gebiet in Kasachstan, aber nun die Kasachen waren dort unzufrieden, weil dort hatten sie ihre heilige Orte und so etwas, also das ist sehr kompliziert.
Und so würde ich sagen, dass alle unglücklich waren. Die Deutschen unternahmen einen zweiten Versuch, die Republik wieder aufzubauen. Das war auch erfolglos und also blieben sie nur mit diesen zwei kleinen nationalen Bezirken. Sie dachten wahrscheinlich, dass es besser ist als nicht. Und übrigens, es war die Zeit bereits, wo die Deutschen gingen nach Deutschland. Das war für sie viel besser. Das war also das Ende der Republik und wahrscheinlich diese große Diaspora Deutsche in Russland, weil jetzt gibt es sehr wenig Deutschen hier. Wünschtest du dir, dass mehr Deutsche nach Russland kämen? Na, bestimmt, weil Russische Reich war ziemlich freundlich für Deutschen. Deutschen waren sehr intelligente Teile der Gesellschaft. Ich glaube, sehr wichtig ist immer wieder darauf hinzuweisen, wie eng Russland und Deutschland miteinander verbunden sind und wie europäisch wir auch beide sind. Drittes Thema für heute, Holland. Über Gerd Wilders haben wir noch zu sprechen, aber zuvor einen Künstler aus Russland, Arti, heißt er, und er lässt sich von Armin van Buuren aus Holland remixen. Es hat einen guten Grund, er hatte vor 10 Jahren einen Top-40-Hit in Holland. Aber das ist die neue Single, Listen to Me, Arti. Die beste neue Musik. Zuerst gehört auf Marabou. Europe's Alternative Music. Radio 5DA. Radio Marabu. Aus dem atombombensicheren Musikbunker. Eine Aufnahme aus dem Radio Marabu Schallarchiv. Das ist der Klassiker von RT. Da stand er 2012 in den niederländischen Top 40. Kate. Die Niederlande ist ein feiner Freund vor Russland. Denn jetzt kommt Gerd Wilders. Alexander! Es ist für mich sehr interessant zu beobachten, weil es ist so etwas frisches Luft in Europa. Aber ich habe bestimmt nicht so viele Hoffnungen mit diesem Mann, weil wir hatten bereits in Italien Meloni, die angeblich war ziemlich freundlich für Russland zuvor, aber jetzt ist sie eine Freundin von USA und ich habe keine Illusionen. Also sie machen nicht das, was sie versprochen hatten. Also Meloni kann man sicherlich als U-Boot bezeichnen. Sie wurde ja jetzt auch von Bundeskanzler Olaf Scholz gestreichelt. Die war jetzt gerade in Berlin. Oh, ja. Genau, da passt sie ja genau auch hin. Wir, die wir nun wehrtüchtig sind. Das war unsere tüchtige Sonnabendeinleitung. Alexander aus Rostov am Don zum Thema Wolgadeutsche. Ja, gerne.
das ist ja was für die Migräne. Am Sonnabend, 24. November 2023, die kleine Audiodatei. Paracetamol und Aspirin für alle. Basta Berlin, der alternativlose Podcast. Marcel Joppa und Benjamin Golme am Donnerstag zum 200. Mal. Ich gratuliere. Norbert hat sich in Poesie geübt und uns geschrieben. Und das mag ich. Ich verrate jetzt nicht, wer seine Muse ist. Vielleicht erkennt es ja irgendwer. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden. Und müssten wir uns dazu auch um 360 Grad wenden? Ich bin und bleibe euer Bacon of Hope, wie eine Kobaltbatterie voll auf Dope. Und da fiel mir doch ein, dass sich tatsächlich einige Hörer beschwert haben, dass seit langem kein Gedicht mehr gelaufen ist hier in der kleinen Audiodatei. Kein Gedicht, aber etwas Lyrik verbreitet Carsten Troike aus Günter Kunerts Der Mittelpunkt der Erde 1975 Ernte. Die Dummheit wächst an den Bäumen fruchtgleich, apfelgroß, rund und saftig. Ist sie reif, fällt sie einfach ab. Obwohl es gibt Gärtner, die sie ernten und dem Verbrauch zuführen, heute ganz frische Dummheit zu verkaufen. Wie da sich die Leute drängen, unglaublich doch wahr. Ihr letztes Geld kamen sie aus Hosen und Jackentasche, aus schrumpfenden Börsen. Mir ein Pfund, mir zwei, geben sie mir einen Korb voll. Strahlenden Gesichts ziehen sie davon, die Dummheit unter dem Arm, sorgfältig gehütet, denn wer weiß, ob sie nicht eines Tages durch Missernte knapp wird, was zur unabsehbaren Folge hätte, dass stattdessen jeder zur Vernunft greifen müsste, die noch keinem bekommen ist. Neue Zeilen von Helmut Matt. Land aus den Fugen, wir stehen der Ukraine zur Seite, auch Israel braucht unser Geld, das eigene Land geht zwar pleite, doch sind wir die Retter der Welt. Den Indern gibt man 10 Milliarden, auch China wird ganz reichlich beschenkt. Und die Leute auf Fidschi erwarten, dass man ihrer in Deutschland gedenkt. Frau Bärlauch besucht gern fremde Länder, mit Holzlöffeln geht's um die Welt. Dafür redet man hier von Transgender, diskutiert nur, was ihnen gefällt. Woher kommst du? War das eine Frage? Dafür hat man sich niemals geschämt. Sehr prekär ist nun die Lage, man schweigt und man blickt ganz verschämt. Das Land gerät total aus den Bahnen, doch die Ampel allein war es nicht. Der Abgrund, er lässt sich erahnen, auch das Lastenfahrrad hilft uns nicht. Geschlechter gibt es jetzt ohne Ende, auch als Mann wird man heute zur Frau. Selbst zu denken, das hat mal ein Ende, grüne Gurken sind nun alle blau. Unsere Arbeit ist nicht mehr rentabel, dafür gibt es jetzt Bürgergeld. Das Nichtstun ist ganz veritabel, ganz aus Nougat besteht diese Welt. Du sollst dich nur noch vegan ernähren, die Kartoffel wird bald zur Pflicht. Der Spiegel sollte die Welt erklären, unsere Umwelt braucht deinen Verzicht. Propaganda bestimmt, was wir denken, doch nun zeigt die Welt ihr Gesicht. Man kann nicht den Wohlstand versenken und glauben, das Volk sieht das nicht. Der Geier zeigt jetzt seine Krallen. Was einmal war, verliert nun seinen Wert. Pure Angst hat die Menschen befallen. Nein, das hat man nie vorher gehört. Alles bleibt, man kann ja doch nichts machen, man schaut fern, schimpft und man wählt CDU. Am Ende werden sie wieder lachen, denn wieder mal reingefallen bist du. Aus Lutz Jahodas Sackgassenprobleme. Der Sack in der Gasse, die Gasse im Sack. Den Unterschied muss man erkennen, sonst ist, wie es heißt, im Eimer der Lack. So schnell können Menschen nicht rennen. Ja, das war doch der katholische Kriegebeinschenk. Lutz Jahoda, aber schnell nochmal zurück zur 200. Ausgabe von Basta Berlin. Da gab es eine neue Folge der Parodie Konsens TV. Konsens TV, das Wahrheitsministerium informiert. Damaskus. Die syrische Zeitschrift ISIS Living hat Berlin zur international lebenswertesten arabischen Großstadt gewählt. Damit verwies sie Kabul, Damaskus, Bagdad und Bremen auf die hinteren Plätze. Ausschlaggebend war für die Jury unter anderem die authentische Nachbildung bürgerkriegsähnlicher Zustände in Neukölln und Kreuzberg. Deutschlands Staatsministerin für Integration, Inneres und Wahlverluste Nancy Faeser zeigte sich mit der Abstimmung zufrieden. Die SPD-Politikerin versicherte aber, es sei noch ein langer Weg, bis sich auch der letzte Staatsbürger in die neuen Realitäten integriert habe. Ich bin dabei mit libanesischer Küche. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Staatsratskanzler Olaf Scholz kommentierte den Richterspruch mit den Worten, er sei zufrieden, wenngleich er sich nicht daran erinnern könne, warum er zufrieden sei. Nach all diesen Heiterkeiten nun die Aneinanderreihung von Fakten.
Israel hat die Botschafter Belgiens und Spaniens vorgeladen, nachdem die Regierungschefs beider Länder Israel für seine Reaktion auf den Hamas-Angriff im Gazastreifen scharf kritisiert hatten, berichtet der ORF. Nach einer weiteren Liste sollen weitere 13 Israelis freikommen, Geiseln. 24 sind bereits freigelassen. Die Weltgesundheitsorganisation zeigt sich besorgt über das Schicksal des Leiters der Al-Shifa-Klinik im Gazastreifen, berichtet die ARD. Dieser war am Mittwoch festgenommen worden. Hilfsgüter sind im Gazastreifen angekommen. In die Ukraine. Das Land will Soldaten am Ende ihrer Pflichtwehrdienstzeit aus den Streitkräften entlassen, berichtet der ORF. Luftalarm gab es in mehreren Gebieten des Landes. Berichtet wird von einem Brand in Kiew. David Arachamir, der Vorsitzende von Wladimir Selenskys Parlamentsfraktion Diener des Volkes, erklärte dem Fernsehsender 1&1, dass der ehemalige britische Premier Boris Johnson bei einem Besuch in Kiew im Frühjahr 2022 den ukrainischen Präsidenten überzeugt habe, auf ein Friedensabkommen mit Moskau zu verzichten und den Kampf gegen Russland fortzusetzen. Das berichtet Russia Today. 100-mal erzählt hat das Sarah Wagenknecht. Ihre Demonstration heute in Berlin. Ich kann leider heute nicht dabei sein, habe aber jemanden vor Ort und hoffe, morgen einen persönlichen Eindruck von der Demonstration hier publizieren zu können. Alexei Danilov, der Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, erklärte, man solle nicht davon ausgehen, dass der Westen immer für den Lebensunterhalt Kiews sorgen werde. Und nochmal der Grad erwähnte, es wird 2024 keine Wahlen in der Ukraine geben. Ein Vorteil vom Notstand, ergänzt sich auf nach Weißrussland. Dort fand in den vergangenen Tagen der OVKS-Gipfel statt. Die Staatschefs unterzeichnen ein Paket von Dokumenten, 15 an der Zahl. Eine Erklärung des kollektiven Sicherheitsrates, die Grundprinzipien der Tätigkeit der Organisation unterstreicht. Auch ein Beschluss über die Entwicklung der Krisenreaktionsmaßnahmen. Generaloberst Andrei Serdjukov aus Russland wurde Chef des vereinten OVKS-Stabes. Der weißrussische Präsident Lukaschenko erklärt, die OVKS bleibt ein unverzichtbarer Bestandteil der eurasischen Sicherheit. Quellen Belta. Der OVKS-Vorsitz geht am 31. Dezember an Kasachstan. Auch zivil, der weißrussische Präsident bekundet bei einer Besprechung über Personenverkehr, es sei notwendig, einheitliche und strenge Spielregeln für den Straßenpersonenverkehr festzulegen. Er bezieht sich auf zahlreiche Unfälle in Weißrussland. Das Thema betrifft Personenbeförderung mit Pendelbussen und Taxidienste. Mehr als 10.000 Fahrzeuge wurden 2023 überprüft. 9.000 Verstöße gegen Sicherheitsbestimmungen gab es. Verstöße gegen Arbeitsrecht und Zulassungsvorschriften. Die staatseigene Nachrichtenagentur nennt Steuerhinterziehung und Schwarzlöhne. Sehr offen, sehr interessant. Aber das Positive wollen wir auch nicht verschweigen. Über 4,9 Millionen Tonnen Zuckerrüben sind in Weißrussland geerntet. Dazu gesellen sich 182.000 Tonnen Gemüse. Marcello, herzlichen Dank. Wünsche ein schönes Wochenende. Das rufe ich euch allen zu. Auch heute eine lokale Meldung vom mit uns vernetzten Fernsehsender Salve TV aus Erfurt. dpa berichtet, eine Wölfin ist in der Gegend um Neuhaus in Thüringen am Rennweg nachgewiesen worden. Sie bildet mit dem bislang in der Gegend bekannten Rüden nun ein Paar. Der Rüde stammt aus Bayern. Nun haben wir 14 Wölfe in Thüringen. Ruhig, Leo, ruhig. Meldungen aus China, die erste von der neuen Züricher Zeitung. Diese stellt fest, das Land zerstört immer mehr Moscheen. Neue Satellitenbilder würden das bestätigen. Man erklärt, wie die chinesische Regierung gegen die muslimische Minderheit der Hui-Chinesen vorgeht. Entsprechende Bilder wurden von Human Rights Watch veröffentlicht. Die Organisation spricht von einer systematischen Anstrengung, die Ausübung des Islams in China einzuschränken. Wie mittlerweile typisch bei westlichen Berichten, das Ausmaß der Zerstörung ist unklar. Noch vor 10 Jahren, als in Resten gewisse journalistische Standards galten, hieß es bei Themen dieser Art, dass die Ausübung der Religion in diesen muslimischen Gebieten sowie auch in Tibet zurückgehe und daher auch eine Entweihung der entsprechenden Gotteshäuser stattfindet. Xi Jinping schickt eine Glückwunschbotschaft an den neu gewählten argentinischen Präsidenten, das berichtet die chinesische Nachrichtenseite CRI Online. Die von mir geschätzte Susan Bohn teilt auf ihrem Telegram-Kanal einen russischen Kommentar. Sie nennt Milei eine Marionette des US-Imperialismus. Milei möchte ja den US-Dollar in Argentinien einführen,
Das wäre in jedem Fall ein starker Rückschlag für die BRICS. Und zwei weitere Emotionen noch aus dem Telegram-Kanal von Bonat. Südafrikas Parlament stimmte am Dienstag für die Schließung der israelischen Botschaft und dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen, bis Israel einem Waffenstillstand zustimmt. Und sie zeigt uns das Foto eines toten Kindes aus dem Gazastreifen. Bonat kommentiert zu sehen Netanjahus zu tausenden zu Tode gebombte Terroristen aus. Es ist nur eins von wohl schon 5000 toten Kindern. Bonat: Diese Opfer sind keine Kollateralschäden. Sie sind Absicht, massenhaft Absicht, etwas anderes ist ausgeschlossen und so eine Absicht hat einen Namen: Völkermord. Ich erspare Ihnen das Bild, kann ihr aber schwer widersprechen, was mich umtreibt. Diese Erzählungen zum Zweiten Weltkrieg, zu unserem Wirken in diesen Lagern. Mein Leben lang, immerhin über 50 Jahre, herrschte hier Klarheit. Abweichende Erzählungen waren nicht konsensfähig. Das wird in der Zukunft nicht mehr so sein. Nachfolgende, vielleicht noch nicht Geborene, werden andere Antworten ebenfalls bekommen und diese als glaubhaft erachten. Dieser Preis ist sehr hoch. Es fällt mir schwer, Israel hier zu verstehen. Winterlich, das Kickelhahn-Studio Ilmenau ist verschneit. Dünne, aber geschlossene Schneedecke. Im Bergland bleibt es so. Machabu, Alternative Music.